Leute, was geht ab? Es ist eine besondere Zeit im deutschen Manga-Markt, denn Daniel Eichingers Yomantoro kommt am 11. September raus und ich habe schon mehrmals auf Social Media jetzt gesagt, und das liegt nicht dran, dass ich Daniel irgendwie kenne oder dass er ein Freund von mir ist oder dass wir irgendwie die ganze Zeit miteinander geredet hätten. Das ist definitiv mein Release des Jahres. Ich glaube, das kann an deutschen Releases dieses Jahr nur noch von DRCL von Sakamoto Shinichi irgendwie übertroffen werden. Aber ich möchte euch heute unbedingt erklären, warum dieser deutsche Mangaka locker mit den meisten internationalen mithalten kann, warum ihr euch das reinziehen solltet und um was es überhaupt geht. Das machen wir im ersten Punkt, Story und Eignung. Da erzähle ich, worum geht's, aber ich werde nicht so viel erzählen. Ich werde eher ein bisschen über Setting reden und dergleichen, weil ich will wirklich nichts vorwegnehmen. Ich werde nur grob anreißen, worum es geht und erklären, für wen das geeignet ist und warum ich finde, dass jeder, der ein bisschen Ahnung hat oder irgendwie Wert drauf legt, Manga zu sammeln, zu supporten und als Kunstform irgendwie zu unterstützen, sich das kaufen sollte. Dann kommen wir zum Zeichenstil. Der ist ja auf jeden Fall auch ein Schauen wert. Das ist grandios, was Daniel Eichinger hier abgeliefert hat und gehört definitiv eigentlich noch mit in den ersten Punkt rein. Und in der Veröffentlichung erkläre ich euch dann, welcher Verlag es gebracht hat, wie teuer es ist, ab wann ihr es kaufen könnt, wie das Format ist, etc. So, reden wir gar nicht weiter um den heißen Brei rum und legen direkt los. So, Yomantoro von Daniel Eichinger. Das ist tatsächlich jetzt keine Kooperation mit Egmont, weil Egmont hat mir den Manga gar nicht zugeschickt, den hat mir Daniel selbst zugeschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir reden jetzt aber erstmal drüber, worum genau es geht und dann sehen wir weiter. Auf den ersten Blick ist Rita eine ganz normale junge Frau. Was ihr allerdings niemand ansieht, unablässig plagt sie ein penetrantes Ticken, das direkt aus dem Inneren ihres Kopfes zu kommen scheint. Auch die Ärzte sind ratlos. Doch als Rita die Hoffnung auf ein Heilmittel bereits aufgegeben hat, begegnet sie einer mysteriösen alten Hexe, die ihr ausgerechnet eine Uhr überreicht. Yo, das ist natürlich, eigentlich geht's darum und gleichzeitig habt ihr gar keine Ahnung, worum es geht, wenn ihr das hier hört, ne? Ich schlage hier mal eben kurz mein Exemplar auf. Hier war noch so ein Print drin, ich weiß gar nicht, ob der immer dabei ist, ich denke mal schon. Und hier noch eine Signatur von Daniel. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie gekauft wurde oder so. Ich erkläre gleich, warum dieses Werk ein Meisterwerk ist. Für Oru, ich wünsche dir viel Freude mit Yomantoro, dein teuer Weepster-Hörer Daniel Eichinger. Das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich. Das ist für mich so ein bisschen, als hätte irgendein anderer heftiger Mangaka, den ich feiere, gesagt, er hört meinen Podcast. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Also ich bin schon sehr, sehr gehypt, aber das habe ich tatsächlich erst gelesen, als ich den Manga durchgelesen habe. In Yomantoro geht es um unsere Protagonistin Rita. Das habe ich ja schon vorgelesen. Die hört unablässig so ein Ticken im Kopf und trifft dann irgendwann eine alte Hexe, die dafür sorgt, dass sie in eine Welt namens Yomantoro teleportiert wird. Und ich möchte auch gar nicht zu viel verraten. Daniel hat auch gesagt, ich soll bitte nicht auf die hinteren Panel irgendwie blättern. Und wenn er mir das sagt, dann werde ich das natürlich beachten. Nicht, weil die nicht geil gezeichnet werden, sondern weil ich nichts von der Story irgendwie vorwegnehmen will. Was ich sagen will ist, dieses Geheimnis um diese Frau, das ist ein so philosophischer Ansatz. Ich glaube, wenn es 5 Leute lesen, werden 5 Leute das anders interpretieren. Und ich kann hier auch schon mal verraten, für Leute, die offene Enden hassen, ja, ihr müsst am Ende selbst interpretieren. Es ist nicht so, dass irgendwas ganz klar beantwortet wird, weil, und das hat mir Daniel privat verraten, das ist als One-Shot ausgelegt, das könnt ihr als One-Shot lesen und als One-Shot, ihr werdet die Zeit eures Lebens haben. Ich dachte auch die ganze Zeit, ey, was für ein geiler One-Shot. Aber er hat natürlich eigentlich den Plan, die Geschichte in 3 ganzen Teilen zu erzählen. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass ihr das einfach supportet, dass ihr das weiterkauft, damit auch der 2. und 3. Teil irgendwann bei uns erscheinen können. Er hat an dem ganzen Ding 3 Jahre gearbeitet und ja, das mache ich im Zeichenstil alles, aber das ist so krass. Ich möchte über Setting reden. Ich habe durchgeblättert, ich habe gesehen, hey, das erinnert mich so krass an die FromSoft-Spiele, auch von der Lore, was alles versteckt ist. Es fühlt sich nie so an, als ob man die Geschichte irgendwie vorserviert oder vorgekaut kriegt, sondern es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, man muss selbst nachdenken und es gibt etliche Interpretationen und teilweise habe ich ihn auch gefragt, ey, hast du vielleicht nie Automata oder dergleichen gespielt, weil es fühlt sich einfach teilweise an, als wäre man irgendwie in so einer Welt. Parallel dazu fühlt es sich aber auch sehr oft an wie Orte wie Anor Londo, wenn ihr das kennt aus den Dark Souls Spielen. Man merkt, hier ist ganz, ganz viel FromSoft-Inspiration drin, ganz viel Beeinflussung und ganz, ganz spannend ist ja auch, das darf ich jetzt hoffentlich wieder zeigen, hinten gibt es ein Interview mit Daniel Eichinger, wo er ein paar Fragen beantwortet, was seine wichtigsten Inspirationen waren und da nennt er selbst zum Beispiel Nihei's Blame, das merkt man ganz, ganz krass. Battle Angel Alita, die FromSoft-Spiele, Dark Souls 3 hat er gespielt, als er das erste Mal angefangen hat, an dieser Story zu arbeiten. Mittendrin ist Bloodborne natürlich sein liebstes FromSoft-Spiel. Wir erfahren viel über den Autor und was ich euch jetzt empfehlen kann, wenn ihr das Ding lest, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr schlagt die letzte Seite auf, scannt diesen QR-Code und dann habt ihr eine Playlist. Und das sind die Sachen, die Daniel Eichinger
beim Zeichnen von Jovan Tore gehört hat, beziehungsweise die er selbst ausgesucht hat, um das optimale Leseerlebnis zu schaffen. Und das würde ich mir prinzipiell wirklich eigentlich für jeden Manga wünschen. Es ist so anders. Ich habe das Ding inzwischen 2-3 Mal gelesen. 3-mal. 2,5 Mal. Und beim 2. Mal, das mit dieser Playlist zu machen, das hat mir einen ganz anderen Vibe gegeben. Ich dachte mir, wow, das fängt das Ganze perfekt an. Das würde ich auch jedem empfehlen. Ihr merkt, ich komme nicht wirklich zum Punkt, worum es geht, weil es einfach so ist, dass ich nicht spoilern will. Es ist so, Rita kommt in diese Parallelwelt, Rita muss diesem Ticken auf die Spur gehen, es wird beantwortet, woher es kommt, mehr oder weniger, und es ist ein krasser Plot-Twist, also ich denke mir so, boah, heftig, das hat ein bisschen, ja, ich will jetzt nichts verraten, ich will eigentlich gar nichts verraten. Ich möchte nur, dass ihr seht, wie viel Liebe in diesem Ding steckt. 3 Jahre harte Arbeit von einem Familienvater, der parallel noch einen normalen Job ausübt, der hier zeichnet. Also das machen wir im Zeichenunterpunkt. Diese Unterpunkte, die verschwimmen so ineinander. Ich kann das gar nicht richtig unterteilen, weil das alles so ein Kunstwerk ist, das so ineinander übergeht. Aber ja, es gibt euch... Wenn ihr Dark Souls-Spiele mögt, wenn ihr From Software-Spiele mögt, dann mögt ihr an diesen Spielen sehr wahrscheinlich, bis auf ihren Schwierigkeitsgrad auch, dass sie euch die Lore nicht vorkauen. Sie verraten sie euch nicht. Ihr müsst selbst auf Entdeckungsreise gehen. Ihr müsst viel interpretieren und so. Und das ist, was Jovan Tore ist. Es werden natürlich Eckdaten vorgegeben. Die grundlegende Geschichte ist da, die ist vorhanden und die wird euch auch, ja, die wird euch auch gut erklärt. Aber das Spannende an Jovan Tore ist die Reise dahin zu entdecken, worum es für einen selbst geht. Und das ist Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mangaka das so gut einfangen kann und die wenigsten Japanischen haben das geschafft. Aber ich möchte jetzt, ich merke richtig, ich bin richtig fuchsteufelswild. Ich sag noch, für wen sich's eignet. Es eignet sich eigentlich für jeden, der ein bisschen Dark Fantasy genremäßig am Start ist. Ihr seht, es ist ab 16. Es ist das Dark Fantasy Genre, auch wenn hier nur Fantasy steht. Wer irgendwie Blay mochte von Nihei, wer düstere Geschichten mag, wer Berserk mag, der könnte auch sehr viel Spaß damit haben, auch wenn es natürlich ein bisschen offener von der Interpretation her ist, als zum Beispiel in Berserk, aber einfach dieses Genre, wenn ihr Dark Souls Spiele mögt, werdet ihr diesen Manga lieben. So einfach. Und jetzt kommen wir endlich zu den Zeichnungen. So, die Zeichnungen. Eins der Meisterstücke in diesem Manga, was ganz, ganz besonders ist, das müsst ihr euch bitte reinziehen. Ich zum Beispiel war so begeistert nach diesen Zeichnungen, dass ich einfach Daniel Eichingers Patreon abonniert habe für 10 Euro, glaube ich, im Monat, damit ich in High Quality nochmal irgendwelche Bilder kriege. Das ist alles nicht digital. Er hat da 3 Jahre lang auf sein Papier, das ist auch auf Instagram recht gut dokumentiert, wenn ich mich nicht täusche, hat er da gesessen und hat diese Panel so gezeichnet, wie sie hier sind, die Soundwords. Das ist alles nicht digital. Und deswegen empfehle ich auch jedem, ich weiß nicht, ob Jovan Tore auf einem E-Reader rauskommt, aber ich würde immer empfehlen, es physisch zu lesen, weil das ist eine Sache, ich liebe E-Reader, ihr wisst es, aber Jovan Tore, du siehst, dass das, also ich kann das gar nicht erklären, du siehst, dass das auf Papier gezeichnet wurde. Diese Details, das ist krank, wie kann ein Mensch sowas zeichnen? Und als ich das gesehen habe, das ist immer mein Problem mit anderen deutschen Manga, ohne jetzt irgendwen zu diskreditieren. Es gibt einige, die cool sind und es gibt auch zum Beispiel Carrier of the Mass, das ich auch noch reviewen werde, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und es gibt da einige kreative Köpfe. Aber sehr oft ist es für mich so, das merkst du halt, dass da irgendwie ein westlicher Einfluss drin ist. Das ist ja auch ganz normal und du den deutlichen Unterschied zu japanischen Mangaka merkst. Und das, finde ich, ist hier gar nicht so. Das könnte wirklich in diese Akira, Battle Angel, Alita, Blame-Zeit fallen. Und man merkt, dass hier ein Kind gewachsen ist mit diesen Werken, das dann selbst eins dieser Werke erschaffen hat, das sich nahtlos in diese Epicness und in diese, ja, also, guckt euch das doch bitte an. Das Werk hat Potenzial, ein moderner Klassiker zu werden. Und das meine ich so und meinetwegen, selbst wenn Daniel ein richtiger Penner wäre und ich den gar nicht mögen würde, würde ich das immer noch so sagen. Das ist ein glücklicher Zufall für mich, dass ich auch erst hinterher erfahren habe, dass er meinen Podcast tatsächlich hört und dass er mir das zugeschickt hat. Das ist schön, dass wir connecten. Ich konnte ihm beispielsweise, und das könnt ihr bestimmt auch, auf Instagram DMs schreiben zu seinem Werk. Ich konnte ihm Fragen stellen, ey, wie hast du das und das gemeint? Und das ist ja auch ein Privileg. Wir sind hier in Deutschland, das ist ein deutscher Mangaka. Ihr könnt einfach, wenn ihr das gelesen habt und irgendwas nicht verstanden habt, ihr fragt ihn einfach und mal gucken, was er antwortet. Ich bin mir sicher, er wird in seinen Instagram DMs jedem, wenn er Zeit hat, antworten. Ihr könnt nicht einfach einem Nihei oder einem Akira Toriyama oder einem Urasawa schreiben. Das geht nicht. Und das ist... Vielleicht ist es so, dass ich sehr, sehr schockiert bin, dass das aus dem Land, in dem ich lebe, aus Deutschland, sowas kommt, das für mich mit den meisten japanischen Manga easy konkurriert. Und vielleicht möchte ich deswegen unbedingt, dass das Ding Erfolg hat. Das möchte ich gar nicht abstreiten, weil ich möchte es wirklich. Ich wünsche es mir sehr. Ich wünsche es mir sehr. Einfach vielleicht auch aus Eigennutz, weil ich wissen will, wie diese Geschichte, so wie Daniel es sich gedacht hat, zu Ende geht. Nicht, wie sie jetzt hier in diesem Einband zu Ende ist. Das ist auch schon wirklich zufriedenstellend, glaubt mir. Das Ding ist als One-Shot vermarktet und das funktioniert als One-Shot, aber ich würde einfach gerne, ich hab's gelesen und ich habe ihn sogar danach gefragt, hey, ist das ein One-Shot? Das ist doch ein One-Shot, oder?
weil in mir selbst der Wunsch gewachsen ist, mehr von Jovan Tore, von dieser Welt zu sehen. Guck mal, das sieht einfach aus wie bei Bloodborne. Sagt mir mal, dass euch das nicht diese FromSoft-Vibes gibt. Allein, es ist Wahnsinn. Die Charaktere, die er geschrieben hat. Hier hat er zum Beispiel gesagt, bei dem Hauptcharakter, den er hier designt hat, hat er an Halfdan aus Vikings gedacht. Ich liebe Vikings. Er hat einfach so viel vereint, was ich liebe. Unfassbar. Und dieser Stil. Ich mag ja eigentlich keine krakeligen Zeichnungen, keine krakelige Linienführung. Aber hier ist es so, du hast das Gefühl, das soll so sein. Das ist, wenn er es nicht machen will, macht er es auch nicht. Und bei anderen Mangaka kommt es mir oft so vor, das ist so, weil das ist dem Zeitdruck geschuldet oder sie kriegen es nicht cleaner hin. Wahnsinn, ich bin hellauf begeistert. Das ist ein Kunstwerk. Selbst wenn man kein Deutsch sprechen würde, man würde sich das holen, man hat ein Artbook einfach zu Hause stehen. Krass, wirklich krass. Kommen wir noch zur Veröffentlichung. So, die Veröffentlichung. Jovan Tore kommt im Großformat. Ich habe mir jetzt hier mal den ersten Akira-Band, den vielleicht die meisten kennen, hingeholt. Ihr seht, der ist ein bisschen größer noch und ein bisschen dicker, beziehungsweise die späteren Akira-Bände sind teilweise noch dicker oder halt noch dünner. Es gibt auch dünnere. Und Jovan Tore kostet 20 Euro. Das ist, ich habe schon mehrere jetzt gehört, die gesagt haben, boah, 20 Euro ist schon ein Brecher. Und ich denke mir, Leute, gar nicht. Also die Verarbeitung, es ist fucking weiß. Also es ist wirklich dick. Du siehst kein bisschen durch. Man fühlt sich sehr oft, als hätte man zwei Seiten in der Hand. Es ist hochwertig. Es ist ein Großformat. Moment, es duftet fabelhaft. Also es duftet, es riecht ein bisschen wie die Junji Ito Hardcover, wenn ihr die kennt. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Druckerei war, aber so riecht's auf jeden Fall. Und ich denke mir, ich hätte auch 25 Euro bezahlt. Für mich geht's hier nicht drum, was kriege ich physisch? Wie viel ist das Papier wert? Wie viel ist der Einband wert? Sondern für mich geht's hier drum, was kriege ich für meine Manga-Kultur? Was kann ich beitragen, damit dieses Werk weitergeht? Was kann ich investieren, um zu sehen, was das Land, in dem ich lebe, als Manga hervorbringen kann? Und vor allem, wie krass werde ich damit belohnt? Und ich werde heftigst belohnt. Ich werde heftigst belohnt. Alleine mit diesen ganzen Infos, die hinten drin sind, das ist vielleicht noch ganz interessant. Wir haben hier Konzeptzeichnungen, wir haben Interview mit Daniel, wie schon gesagt, wir haben diese Spotify-Playlist. Er erzählt, was für Charaktere er ursprünglich geplant hat und er nicht mehr eingebaut hat. Das ist alles. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Es kommt am 11. September raus und ihr könnt es, glaube ich, auf der Animagic, wenn ihr das seht, ist die Animagic eh schon gewesen. Da konntet ihr es auch kaufen. Könnt es euch auch signieren lassen von Daniel dann da. Ich wünsche mir einfach wirklich, dass Jovan Tore 2 und 3 passieren können. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du das kaufst. Und ja, wahrscheinlich bin ich sehr voreingenommen. Wahrscheinlich wirkt es so, als würde ich das sagen, weil ich irgendwie Daniel sympathisch finde. Das ist sehr, sehr schwierig, weil ich komme dann oft in eine Position, dass ich mir denke, du darfst jetzt auch nicht zu gut über das Werk reden. Sonst denken die Leute, du machst es nur, weil du jemanden magst. Aber es ist halt einfach nicht so. Es ist so, das ist von dem, was in Deutschland dieses Jahr veröffentlicht wurde, ist das mein liebster Release. Und ich glaube, höchstens, wie schon gesagt, die RCL von Sakamoto kann das vielleicht irgendwie erreichen. Aber ich glaube nicht mal das. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch super gern ein Like und einen Kommentar da. Sag mir auch, ob du Jovan Tore lesen wirst, ob du es dir kaufen wirst. Ich hoffe es wirklich stark. Empfehle das Video gern deinen Freunden. Mach's für die Leute, die hier vorbeilaufen, mit 4,99 monatlich den Kanal unterstützen und wow, dafür jedes Video wie dieses mindestens 24 Stunden mehr kriegen. Und abonniere gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, denn du willst mich doch nicht aus den Augen verlieren. Wir sehen uns, ciao!